das traditionelle Pokalturnier des TSV Katzwang, ein kleiner Ort zwischen Nürnberg und Schwabach. 50 Jahre werden sie im September alt, die Katzwanger. September 1966 gegründet, übrigens kurz nach dem VDS Spadorf, kleiner Ort bei Erlangen, wo ein gewisser Reinhard Steinbrecher dann auch vor 50 Jahren, ziemlich genau jetzt vor 50 Jahren, Tischtennis versucht hat zu lernen. Gelernt hat er es ja nicht so richtig. In den Verein eingetreten ist. Ein Jahr später dann gewechselt zur SGS Erlangen. Quasi direkt von der schlechtesten Jugendmannschaft Bayerns zum bayerischen Jugendmannschaftsmeister 1968. Es gibt dann im September auch hier noch eine Überraschung. Wie die aussehen wird, hat Wolfgang Kunt nicht verraten. Das ist hier der gute Geist bei diesem Turnier, der Organisator, möglicherweise der Abteilungsleiter, Kreis. Was weiß ich, Vorsitzender oder sonst irgendwas, jedenfalls ein sehr schwieriger Typ. Manchmal auch mit sehr eigenwilligen Ansichten, aber ist okay. Hauptsache er tut was, dann muss man ihn tun lassen. Kommt eigentlich von, ich glaube, von Grunermannberg, ist aber umgezogen, spielt jetzt irgendwo in Garelshofen unter Franken. Die Legende, Horst Kühn, der spielt schon länger als 50 Jahre Tischtennis. War in den 80er Jahren sehr viel mit seinem Porsche und einem gewissen Reinhard Steinbecher unterwegs. Bayernweit auf Tischtennisturnieren. Aus Alters- und Gesundheitsgründen mittlerweile auch in die D-Klasse abgerutscht. Spielt mit sehr viel Salzschnitt. Wer das nicht mag, hat Probleme. Wenn man den Schnitt zurückgeben kann, hat er denn das Problem. Klar. Ja, gut, das ist ganz schlimm. Wenn man sich damit noch. Ja, nicht unbedingt das T-Shirt, das man sich beim Tischtennis wünscht. Die Regel heißt, keine Farben, so wie die Farbe des Balles. Kann man natürlich diskutieren. Das Weiß des Balles ist ein ganz anderes Weiß als das hier auf dem Shirt. In der D-Klasse wird das alles nicht so genau genommen. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Und auch die D-Klasse spielt natürlich nach Tischtennisregeln und nicht nach Gefühlen. Zu der Einsicht muss man natürlich erst mal kommen. Dass es Sinn macht, dass nicht jeder seine eigenen Regeln aufstellt.
Thank you.